darf Sie zunächst einmal alle ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten, nach dem Gründungsparteitag, zum ersten Parteitag. Heute geht es ja darum, dass wir einen neuen Vorstand wählen. In allen Landesverbänden ist das ja schon auch zum Teil mehrmals passiert. Wir haben das jetzt das erste Mal. Der Vorstand hat dieses Jahr durchgehalten. Ich sage das mal ganz bewusst, ja. Und das ist in anderen Landesverbänden nicht so, teilweise nicht so gut gelaufen. Ja, ich freue mich, dass heute Bernd Lucke da ist. Begrüßen Sie bitte unseren Sprecher, Bernd Lucke. Und anmerken möchte ich noch, ohne dich wären wir nicht hier und es gäbe die Partei gar nicht. Auch das muss man mal sagen. Und wenn wir zusammenhalten, dann wird es die Partei noch lange geben und wir werden das werden, was du irgendwie auf einer Versammlung mal gesagt hast, wo einige Journalisten kopfschüttelnd da saßen, ich war dabei, und wo du gesagt hast, ja, wir werden irgendwann eine Volkspartei sein. Und das können wir erreichen, wenn wir zusammenhalten. Wir freuen uns, dass es tatsächlich Landesverbände gibt, die, Günter Brinker hat es gesagt, ein Jahr durchhalten und dann reguläre Vorstandswahlen machen. Da können Sie stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Es ist der zweite Landesparteitag des Berliner Landesverbandes und ich war auch auf Ihrem ersten Landesparteitag zugegen, der vor etwas mehr als einem Jahr stattgefunden hat. Und ich kann nur sagen, dass ich froh bin, wie sehr sich seither alles im Berliner Landesverband verändert hat. Denn damals war es ja so, dass ein schwerer Streit den Landesverband geradezu zu zerreißen drohte. Davon, denke ich, sind wir heute Gott sei Dank weit entfernt. Und ich glaube, lieber Günter Brinker, das ist weitgehend dein Verdienst und das Verdienst des Landesvorstandes, der in dieser schwierigen Situation eben nicht aufgegeben hat. Ich möchte meine Anerkennung all denjenigen Parteifreunden aussprechen, die sich seitdem engagiert haben im Berliner Landesverband in einer meines Erachtens wirklich vorbildlichen Programmarbeit, die sich engagiert haben in Wahlkämpfen, unermüdlich im Bundestagswahlkampf und im Europawahlkampf, ja den Parteifreunden, die sogar über die Grenzen des Berliner Landesverbandes hinaus persönlichen Einsatz gezeigt haben, indem sie ausgeholfen haben in anderen Landesverbänden, wenn dort Not am Mann war. Ich glaube, hier hat der Berliner Landesverband wirklich gezeigt, wie man als Partei zusammenstehen kann, wie man sich zusammenfinden kann und wie man gemeinsam erfolgreich wirken kann. Sollte es jetzt hier noch Einzelne unter Ihnen geben, die noch irgendwie vom alten Groll getrieben sind und vielleicht hierher gekommen sind, um alte Rechnungen zu begleichen, dann möchte ich nur sagen, lassen Sie es bitte sein. Der Berliner Landesverband hat eine aktive Mitgliedschaft. Er verfügt über eine lebendige innerparteiliche Demokratie. Er hat eine vorbildliche programmatische Arbeit. Er hat ein gutes Bundestagswahlergebnis erreicht und ein ganz ausgezeichnetes Europawahlergebnis erreicht. Sie können stolz sein, meine Damen und Herren. Sie können stolz sein auf das, was Sie in 2013 und in 2014 erreicht haben. Und Sie können mit großer Zuversicht gucken auf das, was vor Ihnen und vor uns liegt. Vor Ihnen vor allem natürlich das Jahr 2016 mit den Wahlen zum Abgeordnetenhaus. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie zu uns gekommen sind heute. Vielen Dank, dass Sie teilnehmen an diesem Parteitag und ich wünsche Ihnen allen gutes Gelingen. Können wir auch fortfahren mit unserer Tagesordnung. Wir kommen nun zu den Rechenschaftsberichten und ich darf als erstes den Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes aufrufen. Ja, zunächst einmal haben wir hier in Berlin versucht, am Anfang eine Geschäftsstelle aufzubauen. Das ist ja kein Problem. Das war kein Geld da. Es musste erstmal eine Geschäftsstelle gemietet werden. Das habe ich erstmal unterschrieben.
mit meinem Kopf dafür hingehalten. Dann habe ich erstmal gespendet, dass wir Büromöbel hatten, weil wir nicht kein Geld, da war nichts da, habe ich die Büromöbel erstmal haben wir gekauft. Herr Miklay und der lieber Görg Paczerski, danke nochmal, ihr habt den Salat zusammengeschraubt da, weil wir haben natürlich nicht die tollsten Sachen gekauft. Auch das muss man mal sagen, das war eine harte Zeit. Wenn wir nachher die Vorstandswahlen haben, dann geht es auch darum, dass man sich einbringen muss. Es hat auch keinen Zweck zu sagen, ich will irgendwelche Ämter haben und ich kann überhaupt nicht überblicken, was das für eine Arbeit macht und was das bedeutet auch. Nicht nur die Zeit, auch die Qualität der Arbeit. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe zehn Jahre den Chef vom Bund der Steuerzahler gemacht hier in Berlin, habe mir eine Menge Ärger eingefangen, weil ich das Maul aufgemacht habe, weil ich Strafanzeigen gegen korrupte Politiker gestellt habe, das können Sie alles nachlesen, hat man mir natürlich auch mächtig eins ausgeteilt, aber Sie haben das alles als erledigt, dann hinterher leider abhaken müssen. Aber ich weiß, wenn man das, den Mund aufmacht, zu weit aufmacht, dass man mit einigem Ärger rechnen muss. Ich kann ein Lied davon singen und habe mich dann auch eine Weile zurückgezogen. Und das Engagement hier war eigentlich nur noch mal, um zu sehen, dass wir hier die Eurretterei wirklich beenden. Das war meine Motivation. Wir haben dann ein gutes Ergebnis erzielt beim Wahlkampf, bei der Bundestagswahl mit 4,9%, lagen weit über den Erwartungen. Und das für eine Partei, die gerade frisch gegründet war, ist das einmalig in der Geschichte Deutschlands zumindest, dass eine Partei aus dem Stand auf dann 4,7 insgesamt gekommen ist und wir auf 4,9, wir lagen also überdurchschnittlich und das war auch ein guter Erfolg. Und da möchte ich nochmal allen hier Anwesenden, schaue mich nochmal um, alle, die hier sind, haben mehr oder weniger alle dazu beigetragen, die zumindest damals Parteimitglieder waren und der eine mehr, der andere weniger, klar, aber ich danke allen dafür, dass Sie damals bei dem Wahlkampf so tapfer gekämpft haben, so viele Plakate aufgehängt haben, Berlin war blau, dass Sie auch unendlich viel Zeit investiert haben und natürlich an den Ständen gestanden haben, sich haben teilweise beschimpfen lassen und so weiter. Danke und allen nochmal vielleicht Beifall für alle Kämpfer. Das ist eine tolle Leistung. Im Mai haben wir die Veranstaltung gehabt am Brandenburger Tor und das war auch eine wichtige Veranstaltung. Wir haben da wirklich eine, glaube ich, auch einen Meilenstein gesetzt. Wir haben ein Autokorso gemacht und Bernd Lucke ist vorhin auf der Feuerwehr mitgefahren, das wurde in den Medien aufgenommen. Das sind die Bilder. Wir leben in einer Welt, wo Bilder auch eine ganz große Rolle spielen. Und dann kam das Ergebnis. Am Sonntag bei der Wahlparty, viele von Ihnen waren dabei, haben wir dann sage und schreibe in Berlin 7,9% erzielt. Und das war wirklich beeindruckend. Berlin ist, wie Sie wissen, tendenziell eine linke Stadt. Und Wobereit hat ja immer betont, Berlin ist arm, aber sexy. Nur er ist selber nicht so arm. Viele sind vielleicht arm, aber er gehört nicht dazu. Aber trotzdem sagt er, Berlin ist arm, aber sexy. Sexy, weiß ich nicht, aber arm ist Berlin tatsächlich. Viele sind hier wirklich arm. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 1300 Euro und das ist nicht gerade viel. Und Sie wissen, dass die Kosten in Berlin auch gewaltig steigen. Also mit dem Erfolg kann man sich sehen lassen, mit 7,9%. Und da waren wir weit überdurchschnittlich. Wenn alle anderen Landesverbände das auch geschafft hätten und die Ostverbände haben eh von Haus aus mehr Stimmen, darüber können wir auch reden, wenn es gewünscht wird, aber das schaffen wir jetzt nicht, hat seine Gründe alles. Da liegen wir sehr, sehr gut in Berlin, im Gegensatz zu Hamburg oder Niedersachsen. Lieber Götz. Ja, was haben wir gemacht in der Öffentlichkeitsarbeit? Natürlich Pressemitteilungen, die werden gemeinhin etwas überschätzt. Die Presse wartet nicht unbedingt darauf, was sagt die AfD dazu und druckt das dann 1:1. Aber trotzdem sind sie natürlich wichtig, denn wir können diese Meldungen auch unterbringen auf unserer Homepage oder in Facebook. Da haben Sie alle hoffentlich schon Beispiele dafür gesehen. Wir haben natürlich Interviews vermittelt hier mit unseren Kandidaten. Eine Sache, von der Sie wahrscheinlich nicht so viel mitbekommen haben, sind die vielen Hintergrundgespräche, die wir geführt haben. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Der persönliche Draht zu den Journalisten vermindert bei dem einen oder anderen doch die Beißhemmung. Und das konnte man bei einigen Artikeln durchaus schon feststellen. Wir haben, das ist glaube ich auch ein Novum, ein Filmteam in Berlin aufgebaut. Die Idee dahinter ist ganz klar, warum immer warten, bis das ZDF kommt und dann ausgerechnet den einzigen deutschlandfahrenden, schwenkenden Mann herausgreift, dann machen wir lieber unsere eigenen Filme und dann können wir nämlich entscheiden, was nachher auf YouTube gestellt wird. Facebook, ganz wichtiges Mittel für uns. Sie wissen, die Bundes-Facebook-Seite ist eine der erfolgreichsten überhaupt aller Parteien.
In Berlin sind wir auch ganz gut dabei. Also die anderen Parteien sind auch schon in greifbarer Nähe. Wir sind inzwischen bei über 3000 Likes und unsere Beiträge werden gut gelesen, gut kommentiert. Ganz wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich auch der Straßenwahlkampf. Dann nochmal, Günter Brinker hat schon gesagt, ganz herzliches Dankeschön an alle, die auf der Straße standen. Auch das prägt unser Bild in der Öffentlichkeitsarbeit. Und natürlich war es für mich als Pressesprecher wichtig zu wissen, wer macht wo gerade einen Stand, wo kann ich mal jemanden hinschicken, dass die Journalisten auch sehen, was wir tatsächlich machen. Das hat einen unglaublichen Aufruhr gegeben, bundesweit. Das hat die Taz und ihre Leser und Genossen und Abonnenten geradezu in eine Sinnkrise gestürzt. Auf Twitter war dann sofort zu lesen, Beiträge wie Schock am Morgen oder ist man denn nirgends mehr vor denen sicher und so weiter. Ja, und wir mussten dann gar nichts mehr machen, wir haben nur eine Anzeige bezahlt und den Rest hat dann die Presse für uns erledigt. Es kam im Freitag, in der Zeit, immer weiter, im Handelsblatt, sogar zweimal. Die Taz hat in ihren eigenen Hausblogs darüber debattiert und versucht sich zu rechtfertigen. Naja, wir sind eben käuflich, haben natürlich die Leser der Taz nicht gelten lassen als Argument. Wir haben gesagt, gut, wenn das so viel Spaß macht, setzen wir noch einen drauf. Die Taz hat ja Abonnenten verloren, einige haben dann gekündigt und gesagt, kann man nicht mehr lesen, dieses rechte Blatt. Dann haben wir gesagt, wir müssen die Taz unterstützen und haben dann Taz-Abos verlost. Hier unten sehen Sie Jean-Claude Juncker, ist jetzt leider doch gewählt worden, aber wir haben noch mal kurz vorher in Erinnerung gerufen, was so seine Taktik ist. Sie kennen das bekannte Zitat, wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt, dann gehen wir weiter Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Ich möchte noch einigen persönlich danken. Das ist immer eine heikle Sache, weil irgendjemand vergisst man bestimmt. Das sind zumindest diejenigen, die mir so spontan eingefallen sind, die immer irgendwie mich unterstützt haben bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, häufig im Hintergrund, aber die im Grunde rund um die Uhr da waren, wenn man sie braucht. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Parteitag. Dankeschön. Also wer etwas sagen oder bemerken will, nach vorne bitte, da haben wir ein Saalmikrofon. Ja? Ich wollte was ganz Freundliches sagen. Vielen herzlichen Dank für die Darstellung der Pressearbeit. Und jetzt hätte ich genauso gerne auch mal gehört, was die anderen Vorstandsmitglieder bringen. Aber es ist nun mal so, wenn man viel Arbeit selber machen will, dann hat man sie natürlich auch. Ich bin sehr neugierig, was von unten nach oben kommt. Ja. Okay. Und ich wäre auch gerne interessiert daran zu wissen, wer hat den Antrag gestellt? Mein Name ist Gisela Suhr aus dem Bezirk Zehlendorf. Ich bin wirklich allen dankbar, die oben stehen und meiner politischen Meinung eine seriöse, bürgerliche, durchschlagende Wirkung verleihen. Danke. Sie dürfen es einfach jetzt entscheiden. Wer ist dafür, dass die Rednerliste geschlossen wird? Gut, das ist die überwältigende Mehrheit. Wer ist dagegen? Das sind deutlich weniger, allerdings eine namhafte Zahl. Finanzen scheint immer ein trockenes Thema zu sein, aber ich habe gemerkt, als ich dann mit den Herren Günther und Knigge, Professor Knigge, bei der Rechnungsprüfung saß letzte Woche, dass das doch spannender ist, als man sich das vorstellt, weil man sieht dann die Rechnungen zum Beispiel von den Flyern, von Flyer-Alarm. Man erinnert sich, wie die Auftraggeschichte zustande gekommen ist. Man hat das erste Mal übers Internet dann solche Sachen bezahlt. Also der gesamte Wahlkampf, die gesamten Geschichten kommen dann nochmal wirklich haptisch nach oben und das insofern stehen hinter Zahlen eben auch Geschichten und auch Werte und da möchte ich kurz drauf eingehen. Übrigens liegt der Bericht auch 100-mal ausgedruckt vor, also man kann das dann auch später mitnehmen, wenn man es möchte. Es kommt dann natürlich auch danach auf die Homepage. Der Kontostand des Landesverbands aktuell beträgt zum 1. Juli 2014 64.418 Euro und wird, wenn alle Rechnungen des EU-Wahlkampf betreffen, bezahlt sein werden, eine Reserve von rund 55.000 Euro im zweiten Jahr vorhalten. Im Übrigen haben wir in der Landesschatzmeisterkonferenz, an der ich als Landesschatzmeister maßgeblich mit teilgenommen habe, beschlossen, einen revolvierenden Wahlkampf-Sonderfonds der Landesverbände ins Leben zu rufen, aus dem wahlkampfführende Landesverbände Wahlkampfkostenzuschüsse erhalten, die sie dann aus der sich aus dem eigenen Stimmenanteil in Landtagswahlen ergebenden staatlichen Teilfinanzierung zurückführen können.
aktuell erhielten. Und das ist mal auch interessant zu sehen, wie die anderen Wahlkämpfe jetzt hier auch vom Bund bezuschusst werden. Werden die Länder Sachsen, Thüringen und Brandenburg mit je 150.000 Euro darlehensähnliche Mittel für diese Landeswahlkämpfe ausgestattet. Und wir gehen natürlich davon aus, auch wenn wir eine pralle Kasse haben, dass wir dann auch in diesen Sondertopf zugreifen können, um hier schlagkräftig den Berliner Senat aus dem Amt fegen zu können. Sehr mutig. Ich möchte an dieser Stelle schließen und möchte ankündigen, ich habe das ja schon auf der Homepage gemacht, dass ich für Kontinuität der Finanzen im Landesverband stehe und erneut als Landesschatzmeister zur Verfügung stehe. Danke. Und der nächste Punkt, der jetzt ansteht, ist die Entlastung des Vorstands. Beantragt jemand die Entlastung des Vorstandes? Sie beantragen die. Dankeschön. Gut, damit stimmen wir ab über die Entlastung der Vorstandschaft insgesamt. Wer für die Entlastung ist, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen? 3 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen und einige Enthaltungen, ansonsten mit übergroßer Mehrheit entlastet. Ich gratuliere dem entlasteten Vorstand. Ja, liebe Parteifreunde, jetzt bringe ich auch... Nein, ich bringe nichts. Ganz kurz, ich möchte... Jetzt hier, der Vorstand tritt jetzt vorne ab. Wir setzen uns da vorne auf die Plätze. Kommt. Gerade sage ich es, neuer Update, 11.45 Uhr, 182 Wahlberechtigte. Das ist ein schönes Zeichen, denn das ist natürlich ganz, ganz wichtig für uns alle, dass wir unsere Demokratie, die wir von anderen fordern, natürlich auch selbst vorleben. Und dazu gehört natürlich, dass wir unsere Parteitage gut besuchen. Finde ich ganz klasse, dass Sie das hier in Berlin so toll machen. Dann wären wir bei dem nächsten Punkt, die Wahlen des Landesvorstandes. Dazu sollten wir jetzt erst noch mal kurz ein paar Bemerkungen in den Förmlichkeiten machen. Und Sie haben jetzt auch Gelegenheiten, zu diesen Förmlichkeiten gleich Fragen zu stellen. Denn wir haben eine Landessatzung 6.1, die regelt das. Der Landesvorstand besteht aus mindestens einem Sprecher, mindestens 2 stellvertretenden Sprechern. Dies gibt mir Anlass, einen vom Mainstream des Parteitages vermutlich abweichenden Vorschlag zu machen. Ich schlage dem Landesparteitag 2 Sprecher vor. Ja, sehr geehrter Herr Grewe, ich möchte direkt dazu antworten. Ich kann mir schlecht vorstellen, wie das hätte laufen sollen. Ich habe ja die Situation erlebt mit 3 Sprechern. Dann ist der eine weggebrochen, dann ist der andere weggebrochen. Es gibt keine Garantie, dass auch bei 2 Sprechern irgendwie 2 wegbrechen. Marc Fallender von Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich wollte auch noch mal Herr Frömming beipflichten, dass wir uns nur für einen Sprecher entscheiden sollten. Der Vorteil, den wir haben, wenn wir einen Sprecher haben, ist, einfach, dass das Schiff klar gelenkt wird in eine Richtung. Ja? Und es gibt nur einen Sprecher, der dann dafür verantwortlich ist, auch wenn es schief läuft oder wenn es gut läuft. Und wir sollten heute als Parteitag den Mut haben und einfach den richtigen Sprecher dazu wählen. Und deswegen bin ich dafür, dass wir nur einen haben. Dankeschön. Das heißt, ich frage Sie jetzt, wer für 2 Sprecher ist, der hebt bitte die Hand. Dankeschön. Wer ist dagegen? Dankeschön. Das ist die weit überwiegende Mehrheit. Und Enthaltungen? Dankeschön. Damit ist dieser Antrag abgelehnt und logischerweise ist dann entschieden, dass Sie einen Sprecher haben. Das ist ein interessanter Landesparteitag, unser 2. nach der Gründung vor einem Jahr. Wir freuen uns sehr, dass Bernd Lucke gekommen ist als Bundessprecher. Und der auch ein bisschen Revue hat passieren lassen, was in der Bundespartei in einem Jahr passiert ist. Er hat darauf hingewiesen, dass es nicht viele Landesvorstände
gegeben hat, die ein Jahr durchgehalten haben, und hat da auch den Hauptstadtverband eigentlich gelobt, dass das gelungen ist, trotz anfänglicher Querelen, die wir ja durchaus letztes Jahr am Anfang hatten. Günter Brinker hat sich als Landesvorsitzender, als Sprecher sehr bewährt, und aus dem bisherigen Verlauf des Parteitags habe ich durchaus den Eindruck, dass er unser nächster Landesvorsitzender wieder sein wird. Mein Name ist Ulrich Bahre, ich stehe hier sozusagen als Alternativkandidat, damit das Ganze nicht so hundertprozentig hier durchgewunken wird, sondern dass wir auch irgendwie unseren Namen etwas Ehre machen. Es wurde mir von vornherein gesagt, dass ich sowas bleiben lassen soll, dass doch eigentlich die Sache schon klar ist, dass hier ich sang- und klanglos untergehen werde. Das stimmt auch, das werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber ich habe mir gedacht, nee, wenn hier schon alles klar ist, dann will ich wenigstens aufstehen und dagegen ansprechen. Dankeschön. Okay. Trotzdem fühle ich mich eher als Liberal-Konservativer. Und das ist auch irgendwo die Richtung, für die ich hier auch eingetreten bin. Und ich bin nicht rechtsradikal, nicht linksradikal. Und eigentlich bin ich politisch derjenige, der sagt, wir müssen antreten mit dem gesunden Menschenverstand. Und das ist, glaube ich, auch die Politik, die wir hier brauchen. Ich glaube, wir sollten den Euro in dieser Form nicht fortführen. Und das war meine Motivation. Europa ist irgendwie eine wichtige Organisation gewesen. Und ich bin dafür, dass Europa in dieser Form bestehen bleibt. Ein Europa der Vaterländer, wo die einzelnen Nationen wieder mehr zu sagen haben. Und dafür setze ich mich total ein und nicht für einen Zentralstaat, wie Draghi und andere das irgendwie indirekt ja fördern. Und wo wir das jetzt sehen, was da abläuft. Und das ist meine ganz klare Aussage dazu. Die zwei Kandidaten haben sich vorgestellt. Wir kommen nun zur Wahl. Da wir einen Sprecher wählen, haben Sie logischerweise eine Stimme. Jeder nimmt jetzt bitte seinen blauen Stimmblock. Und Sie können jetzt einen der beiden Namen draufschreiben, damit Sie eine gültige Stimme abgeben. So deutlich, dass man es lesen kann. Gültige abgegebene Stimmzettel waren es 180. Mit Nein oder Enthaltung haben 11 gestimmt, verbleiben 169 Stimmen. Und davon haben erhalten der Herr Bahre 29 und der Herr Brinker 140. Wir setzen jetzt fort mit der Wahl zu den stellvertretenden Sprechern. Es sind drei Stellvertreter zu wählen und ich bitte Sie um Vorschläge für dieses Amt. Gut, also der Berliner Landesverband hat ja schwierige Zeiten hinter sich. Vor einem Jahr gab es hier relativ viel Streit im Verband, aber das hat sich alles sehr, sehr gut aufgelöst. Der Verband ist jetzt gefestigt, der hat eine klare Führungsstruktur, ich glaube einen sehr guten Vorstand, der jetzt gewählt wird, der zum Teil identisch ist mit dem Vorstand, der bislang amtiert hat. Es glaube, es ist gute Programmarbeit hier gemacht worden, sind sehr gute Wahlergebnisse erzielt worden, insbesondere bei der Europawahl. Also ich bin rundum zufrieden. Was die Mitgliederversammlung halt auch gezeigt hat, ist, dass ein reges Interesse zur Mitarbeit besteht in der Mitgliedschaft, dass sozusagen die Parteibasis immer wieder eingefordert hat, dass eine bessere Vernetzung zwischen Landesvorstand und Bezirken und eben den einfachen Parteimitgliedern zugange kommt. Ich glaube, das ist ein Arbeitsauftrag an den neuen Vorstand. Daran kann man sicherlich immer weiterarbeiten, kann dabei verbessern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Botschaft auch bei Herrn Brinker angekommen ist und er das jetzt in der künftigen Vorstandsarbeit dann umsetzen wird. Der Reihenfolge der Stimmen nach. Götz Frömming hat erhalten 130 Stimmen. Die zweitmeisten Stimmen auf sich vereinen konnte Herr Dr. Berg. Ganz ruhig, lassen Sie mich die Anzahl der Stimmen, dann ist es der Jubel etwas verhaltener. Herr Berg hat 84 Stimmen, ist damit jetzt im ersten Wahlgang nicht gewählt und Sie können sich denken, alle nachfolgend genannten jetzt auch noch nicht. Herr Dr. Langnau. Ja.
So, Ergebnis der Wahl zum stellvertretenden Sprecher im zweiten Wahlgang. Es sind insgesamt 175 Stimmzettel abgegeben worden. Die waren alle gültig. Das heißt, um gewählt zu sein, musste man mindestens 88 Stimmen auf sich vereinigen. Das ist einem Kandidaten auch gelungen, und zwar Harald Latsch. Der genau, oh ja, das ist sehr knapp gewesen. Hugh Bronson hat 87 Stimmen auf sich vereint. Herr Dr. Berg hat 82 Stimmen auf sich vereint und Herr Eck 61. Das heißt, wir wählen jetzt im dritten Wahlgang, gilt dasselbe Prozedere. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Position des stellvertretenden Sprechers zu besetzen. Und es sind die beiden bestplatzierten Kandidaten, das heißt Dr. Hugh Bronson und Dr. Hans-Joachim Berg stehen zur Wahl. Damit ist der Wahlgang eröffnet. Sie haben die Chance, Wahlzettel Nummer 4 abzugeben, bitte. Auf Dr. Hugh Bronson 93 und auf Herrn Dr. Berg 78. Ich gehe davon aus, dass das Händeschütteln heißt, dass du das Wahlamt annimmst. Gut, durch konkludentes Handeln angenommen. Wir haben alle Kandidaten, sagen wir, mit großer Mehrheit gewählt. Wir haben einen guten Landesvorstand gewählt, mit dem man zufrieden arbeiten kann. Aber die richtige Zufriedenheit kommt erst in der Arbeit selber. Und ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft, mit der das möglich ist. Ich bin sehr glücklich und zufrieden über den Ausgang des Parteitages. Ich glaube, insbesondere die Kandidaten, für die sich die Mitglieder entschieden haben, sind allesamt geeignet, um die Vorstandsarbeit in Berlin auf dem bisher eingeschlagenen Wege weiter voranzubringen. Es sind drei mit an Bord geblieben, insofern ist für Kontinuität gesichert. Aber es sind auch frische Kräfte dazugekommen und auch das ist wichtig, um neue Akzente und Impulse insbesondere auch für die Berliner Politik zu setzen.